Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Godus. Ja, beim letzten Mal haben wir hier ein wenig weitergebaut. Wir haben uns hier Richtung Osten weiter ausgebreitet und wir haben ja auch ein bisschen versucht zu verstehen, wie das ganze Siedlungssystem hier funktioniert. Und ja, wir machen jetzt einfach mal weiter. Wir müssen uns deutlich ausbreiten. Als erstes nehme ich aber erstmal unsere Karte hier an, die wir mittlerweile erhalten haben, weil mich dieses Piepsen echt nervt. Und Holzhütten anscheinend gibt mehr Glaubenspunkte und da passen mehr Follower rein. Und wir brauchen hier diese Werkzeugsticker. Ich glaube, davon dürften wir einige haben. Schauen wir mal, ob das reicht. Das ist falsch. Wo ist es denn? Hier. Die wiederholen sich anscheinend. Das wird eng. Aber reicht, glaube ich, gerade so. Perfekt. Und damit haben wir jetzt, naja, zumindest mal ein Gebäude-Upgrade freigeschaltet. Und da schauen wir dann mal, wie sich das auswirkt. Gerade anscheinend noch gar nicht. Ich vermute mal, entweder gibt es gar keine optischen Auswirkungen oder das gilt, wie wir das schon kennen, aus vorherigen Folgen, nur bei neuen Gebäuden. Das probieren wir einfach aus. Der sollte jetzt mal hier ein neues Gebäude bauen und wir schauen dann mal, was dabei herauskommt. Ja, zum Zweiten, was ich eigentlich vorhatte, ich wollte mit euch zusammen diese Siedlung umbenennen, die heißt jetzt hier ganz kreativ Town, voreingestellt. Und ich hatte ja im ersten, in der ersten Staffel, so ein kleines Wettbewerb gemacht und hab dann gefragt, wie ihr den, ich habe einen Wettbewerb gemacht und den Wettbewerb hat sozusagen Steven George gewonnen und der dürfte dann eine Siedlung benennen, wie er sich das vorstellt. Und das wollte ich jetzt eigentlich machen. Und jetzt ist mir aufgefallen, man kann die Siedlungen nicht mehr umbenennen. Das ist ein Feature, das haben sie rausgenommen. Und das ärgert mich jetzt ein bisschen, vor allem, weil ich jetzt Steven George schon wieder vertrösten muss. Ich kann es leider nicht einstellen. Geht nicht momentan. Aber ich habe es immer noch, es ist immer noch im Hinterkopf und sobald es geht, komme ich darauf zurück. Versprochen. Folglich heißt unsere Town jetzt weiterhin Town. Spannend, gell? So, gut. Dann wollten wir weiterbauen. Jetzt sammeln wir erstmal hier diese Blubbel ein. Da noch ein bisschen. Und hier und da. Und, naja, das sieht jetzt nicht großartig anders aus. Also ich vermute mal, dass hier dann einfach... Kann ich da nicht irgendwie Infos anzeigen lassen? So geht's, genau. Ich vermute einfach mal, dass hier viel mehr Leute reinpassen dann. Und der hat hier so Buffs, die mir nichts sagen, weil es keinen Tooltip gibt. Okay, zwei Bäume. Wie sieht es hier aus mit der Siedlung? Info, gar keine Buffs. Und hier wohnen vier Buffer drin. Da sind auch keine Buffs. Okay, ich verstehe es nach wie vor nicht so wirklich, aber ist mir gerade auch recht egal. Muss ich einfach mal so zugeben. Wir bauen jetzt einfach mal hier weiter. Ich finde, das hier ist noch ein hübsches Plätzchen für ein Haus. Mal schauen, ob wir es da irgendwie reinkriegen. Ups. Dann quasi so Luxusimmobilie direkt mit Meerblick überall, links, rechts, oben, unten. Wie ihr seht, wir müssen schon wieder so viel Platz freiräumen. So, naja, gut. Und da kriegen wir doch bestimmt noch das größere Haus hin. So, perfekt. Und jetzt probiere ich das Lasso-Tool nochmal. Das ist eigentlich ganz cool. So, dann schauen wir mal, was wir hier machen. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ja, es ist ein Tempel und der kann gebaut werden.
Und ich muss zugeben, das hier gefällt mir überhaupt nicht. Ich meine, natürlich ist es ein Grafikfehler, aber das sollten wir irgendwie entfernen, auch wenn das ganz schön auf die Glaubenspunkte geht. Und das hier möchte ich unbedingt lassen. Ich finde das sehr, sehr, sehr cool. Mit den Bäumen, mit dieser Allee quasi. Und dann geht es hier runter und da sind noch mehr Palmen. Also das möchte ich auf alle Fälle so lassen. Jetzt ist nur die Frage, wie nutze ich das sinnvoll? Und da sind wir dann schon an dem Punkt, wo ich schon wieder überfragt bin. Auf jeden Fall machen wir das jetzt. Ja, Moment mal, vielleicht kann ich doch. Du da, geh doch mal dahin und bau den Tempel. Dann muss ich da nämlich überhaupt nichts hinbauen. Und ich kann mich nur ein bisschen damit beschäftigen, wie ich diesen hässlichen Grafikfehler wegkriege. Weil das ist echt hässlich. Ich glaube, das geht ganz gut so. Und dadurch, dass das Wasser dann auch noch so wackelt, dass da wird einem ja fast schlecht. Und dann noch ein bisschen darüber und dann ist diese komische dieses Steinfundament begraben und nicht mehr zu sehen. Ach, komm, noch ein bisschen mehr. So, ja, du darfst jetzt hier bauen. Perfekt. Wunderbar, so habe ich mir das vorgestellt. Aber er will irgendwie nicht bauen. Weil er wahrscheinlich kein Baumeister. Doch, ist er. So ist das doch toll. Und das da, das ist ein... Hallo, andersrum. So. Wunderbar. Und jetzt schicken wir da noch ein paar mehr Leute. Du möchtest bauen. Hä? Warum geht das jetzt nicht? Kann ich das nur, wenn ich ganz nah ranzoome? Warum geht das jetzt wieder nicht? Ist doch blöd. Und ihr? Ihr lauft dahin. Du läufst. Ach egal, dann baut ihr nur zu zweit, weil da ist mir jetzt recht egal. Weil wir müssen eh ausbauen. Folglich machen wir hier ein bisschen Platz. Das zurückdrängen. Sollte da doch bitte was hinpassen. Ich vermisse wirklich sehr die Funktion, dass man die Karte drehen kann. Also ich bin jetzt normalerweise keine Person, die ständig die Ansicht wechseln will oder muss. Aber manchmal wäre es doch ganz praktisch. So, bauen. Und der nächste kommt hier hoch. Jetzt bin ich erstmal gespannt, ob er hochkommt irgendwo. Da kommt er vielleicht hoch. Geht er jetzt durch den Zaun durch. Genau, so machen wir das. So läuft das hier. Da wird doch nicht aufgegeben, nur weil da ein Zaun im Weg steht. Nein, da geht man weiter. Na? Ist auch sehr spannend, wenn man irgendwo was bauen will, aber nicht sieht, wo man was baut. So, und ich fürchte, das muss ich auch ein bisschen zurückdrängen. So, und das gleiche mache ich jetzt noch hier. Und dann noch ein bisschen da runter und hoch und runter und alle sind glücklich und zufrieden und... Wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Perfekt. Problem ist, wie kommen die da jetzt hoch? So, passt immer noch hin. Dann sollte doch da jemand hochkommen. Ah, ich sehe gerade, die Icons sind ausgegraut. Das ist nicht ausgegraut. Gut zu wissen. Und wir haben ja das letzte Mal hier dieses Gebäude gebaut, das steht noch leer. Und keine Ahnung, wie ich die jetzt zuordnen soll. Von den Breedern haben wir schon einige. Von den Buffern, ich habe keine Ahnung, was die Buffer machen. Und die Bauarbeiter, die können wenigstens bauen. So gesehen machen wir jetzt aus diesem Haus ein Bauarbeiterhaus. Oh, und das da hinten...
Passt auch, es gehört auch noch dazu. Das ist ja praktisch. Da werden dann wahrscheinlich die Leute dazugehen, die noch da rumstehen und bauen. So, 5 Minuten braucht ihr noch, dann schicke ich doch euch nochmal hier Unterstützung. Und der darf auch helfen. So, jetzt fürchte ich, haben wir hier aber keinen Platz mehr zum Bauen. Außer wir reißen Bäume, Felsen, was weiß ich, Berge ab. Aber ihr wisst, das mag ich nicht unbedingt. Aber was wir auf alle Fälle machen können, ich möchte dieses Wasser hier lassen, das gefällt mir sehr gut. Aber wir werden, wenn möglich, hier die Landfläche verbinden. Wenn möglich bedeutet, wenn ich es irgendwie schaffe, weil man sieht ja nichts. Das ist echt dämlich, das müssen sie unbedingt ändern. So, und wenn wir das nämlich hier ein bisschen aufschütten, dann haben wir hier doch einiges an neuer Landfläche, Baufläche. Man muss doch noch ganz schön viel klicken, muss ich zugeben. So. Tja, und wie mache ich das jetzt? Blind? Hoffen, dass es irgendwann geht? Scheint zu funktionieren. Naja, optimal ist was anderes, gell? So, und hier ganz viel neuer Platz. Die Frage ist jetzt, ziehen wir das ganz hoch oder lassen wir das so relativ tief? Relativ tief. So, jetzt haben wir hier wohl die eine Ebene. Und ich glaube, mir persönlich gefällt es besser, wenn wir das hier wirklich hochziehen. Was irgendwie nicht einfach ist. So. Nee, weil dann ist es einfach ein bisschen grüner. Ich finde das Grüne schöner als den Sand. Da passen 3 große Häuser hin und hier oben vielleicht noch ein 4. Wenn wir das hochziehen, dann ist das ganz cool. Und wir haben gleich schon wieder eine neue Stufe freigeschaltet. Jetzt habe ich leider den schönen Baum abgerissen, die Palme, aber die passt da oben eh nicht hin. Ja. Habe ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt, dass ich es sehr vermisse, dass ich nicht mehr mehrere Ebenen gleichzeitig ziehen kann. Es ist schon auch so ein bisschen ein Geduldsspiel. Ich glaube, das ist auch das Erste, was in dem Spiel nerven wird, dass man eben die ganze Zeit diese Ebenen ziehen muss. Ich bin vorhin mal so ein bisschen hier oben die Chronik durchgegangen und habe mal geschaut, wann wir sinnvolle Erweiterungen kriegen. Das Schlimme ist, ich habe jetzt nicht irgendwie gesehen, sowas wie Finger of God oder sowas. Das macht mich etwas stutzig. Weil ich denke, das ist schon ein sehr, sehr essentielles Feature. Oder Tool. Und hoffe ich, dass wir irgendwann dann doch mal drauf stoßen. Ich bin auch sehr gespannt, was passiert, wenn wir den Tempel freigeschaltet haben. Der Tempel war ja beim letzten Mal so diese Missionslobby. Ah, nee, das lasse ich, weil dann passen die Bäume da unten noch hin. So, und jetzt optimieren wir mal, dass da große Gebäude hinpassen. Die sind groß, die sind aber relativ klein. Das heißt, ich hau das Ding doch mal weg. Das ist auch groß. Klein, jetzt groß, so rum. Ja, gut, das wird dann schwierig. Das sind 2 kleine und 2 große. Ich glaube, das ist eigentlich fürs
erste in Ordnung. Dann versuche ich, dass ich hier noch so einen kleinen Aufweg hinkriege. Dasselbe mache ich hier. Treppen mögen ja unsere Anhänger. Gut, und dann können wir hier bauen. Oder? Sieht das ganz gut aus? Ich finde, das sieht ganz gut aus. Und ich glaube, wenn wir dann irgendwann die Häuser wieder abreißen können, dann ziehen wir diesen grünen Streifen hier noch ein bisschen rüber und machen hier wieder so eine Bucht. Ich glaube, das ist dann ganz cool. So, du baust da. Ach komm, ihr findet den Weg schon. Ich muss jetzt nicht jeden einzelnen zuordnen. Oh, und schon wieder ganz viele Blubbel. Die Frage, hat sich die Musik geändert? Ich glaube schon. Also wenn man die Blubbel drüber geht, dann spielt sie ja so eine kleine Melodie ab. So. Prima. Ja, jetzt haben wir hier noch 9 Sekunden. Warum läuft die Zeit nicht weiter? Oder habe ich die jetzt irgendwie... Du da? Bauen. Noch 9 Sekunden und keiner baut, oder wie ist das? Okay, das ignoriere ich jetzt einfach mal. Unter anderem deshalb, weil ich keine Ahnung habe, warum. Und ich sehe schon wieder hier ganz viel unebenes Land. Juhu. Da ist zwar ein kleines, schönes Wasserloch. Das werden wir jetzt aber mal entfernen. Na, komm schon. Wirklich schwer, Ebenen zu verziehen, wenn ich sie nicht sehe. Hä? Gott, ein ganz langes, tiefes Loch. Oh, und wir haben wieder eine neue Karte bekommen. Da schauen wir gleich rein. Weil sonst nervt uns auch das Geräusch die ganze Zeit. Oh, ein Follower-Upgrade. Und wir kriegen auf höherem Land, also je höher wir bauen, anscheinend mehr Glaubenspunkte. Das ist durchaus schön. Problem ist, wir können es nicht freischalten. Weil wir nur eins von diesen Dingern hier haben und wir brauchen aber... verdammt, einiges. Ja, dann bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als zu warten. Das sieht ja doof aus. So. Besser. Ja, dann ziehen wir das gleich ein bisschen höher. Zack, 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 zack. Ja, den Berg. Fängt auch mit B an. Etwas verschieben. Der Baum muss leider weichen. So, und schon haben wir wieder Platz für ein großes Gebäude und das wollte ich so nicht. Bauen wir dann gleich. So, richtig, was war das hier eigentlich? Das war wieder ein Schrein, ich vermute wieder eine Land Expansion. Dann schicken wir da gleich auch ein paar Leute hin. Denn wir wollen uns natürlich ganz schnell ausbreiten und mehr Sticker einsammeln. Und ausbreiten bedeutet gleichermaßen Land planieren. Achso, hier kommt das ja nicht hoch. Ups. Ja. Ist nicht so hektisch. Guck mal hier, da. Treppe. Ja, brave Leute. Gut, und hier wäre auch Platz für Land. Wir machen einen Lärm. Sollen wir einfach nur bauen.
schauen, dass ich das so hinkriege, dass der Schrein nicht komplett bescheuert aussieht. So, gefällt mir das. Tja, und wie machen wir das jetzt, dass hier Gebäude hinpassen, gell? Kleines. Und ein. Kein großes. Tja. Warum passt du da nicht hin? Großes Gebäude. Jetzt habe ich wieder viel zu viele Bäume abgerissen. Das will ich alles gar nicht. So, und hier muss dann wieder so eine lustige Treppe hin. Der läuft ja eh schon die ganze Zeit rum. Als ob er hoch wolle. Will er irgendwie auch. Ja, und was machst du jetzt da oben? Nichts. Na, das macht Sinn. Ihr baut immer noch an dem Haus. Meine Güte, braucht das lange. Oh, und hier haben wir jetzt endlich diesen, ja, Tempel freigeschaltet. Das schauen wir uns direkt an. Was ist da drin? Voyage, Reise. Die Anhänger haben den Wunsch, um ein neues Land zu entdecken. Okay, das klingt, interessant. Ich hoffe, diese Zahl ist kein Wert, den wir irgendwie sammeln müssen. Gut, das schauen wir uns an. Vielleicht, ja genau, es gibt wieder ein Tutorial, ich habe es mir fast vermutet. Bla 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 bla, also es gibt jedenfalls die Möglichkeit, neues Land zu entdecken. So. Go to the dock of Discovery to start an event. Gut. Das ist dann der Augenblick, wo ich mir das vielleicht doch hätte durchlesen sollen. Oh naja, jetzt haben wir die Grafikfehler. Och, nö. Naja, schauen wir mal, ob wir noch was... Dann werde ich mich, solange die Grafikfehler hier nicht auftreten, werde ich hier arbeiten. Also im Wasser ist es bitter. Mal schauen, vielleicht wenn ich irgendwas hier umstelle. Qualität, ne, das bringt überhaupt nichts. Gut, versuche ich mal hier oben eine Ecke zu finden. Ach, das ist doch hässlich. Okay, das ist wohl der Hafen. Und da kann ich hier auf Go klicken. Ich glaube trotzdem, das werden wir uns für den nächsten Part aufheben, weil ich will, glaube ich, jetzt nicht hier groß rumreißen mit Grafikfehlern. Das macht, glaube ich, nicht so viel Spaß. Das tut vor allem irgendwie auch im Auge weh. Und da oben kann ich jetzt auch nicht so wirklich bauen. Boah, das ist ja schrecklich. Aber ich denke, der Part ist auch so lang genug gewesen, nicht ganz so lang wie sonst, aber es reicht eigentlich auch. Und damit möchte ich mich auch schon wieder verabschieden für heute. Und wir werden dann uns beim nächsten Mal eben anschauen, wie das hier mit diesem, mit diesen Reisen funktioniert und was man damit überhaupt machen kann. Vielleicht finden wir dann irgendwelche anderen Inseln, wäre ganz spannend. Ja, somit, wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.